Keine Ahnung, wie man so ein Intro macht. Ich bin ja nicht der Experte. Mir gehört ja eigentlich auch der Kanal hier nicht. Aber ich nehme den jetzt einfach mal ganz kurz. Und zwar sind wir ja gerade im Urlaub. Und wir haben heute den 5.9. Abbys Geburtstag. Und ich dachte mir, ich überrasche die liebe Abby mal. Genau, also sie hat davon keine Ahnung. Wird genauso überrascht sein wie ihr auch. Ich sag ihr das jetzt mal. Das Einzige, was ich bis jetzt noch verraten werde, ist, dass sie sich sportlich anziehen soll. Und schauen wir mal, wie sie reagiert darauf, dass ich ihr das jetzt sage. Na? Was machst du gerade? Ich mach gerade meinen Geburtstagspost fertig. Dein Geburtstagspost fertig? Ja. Weil du heute? Geburtstag! Ich hab Geburtstag heute. Und ja, erstes Mal feiere ich meinen Geburtstag hier im Urlaub. Ja, stimmt. Du willst feiern. Chillen heute, oder nicht? Am Meer. Ja, das wäre cool, am Meer chillen, hä? Ja. Ja, also, ich weiß, ich hätte da jetzt auch mega... Ich würde gerne was machen, aber... Das hat sich irgendwie nicht ergeben. Hat sich nicht ergeben. Nee, jetzt chillen wir am Meer. Ich sag mal so, man kann, also es ist trotzdem schön, sein Geburtstag zu feiern, aber irgendwie wollte ich irgendwie was Cooles unternehmen. Das ist ja das perfekte Intro für mich. Ja, ich filme dich ja nicht umsonst, also, dass du nicht überrascht bist, dass ich dich filme. Wir haben jetzt uns hier schon die letzten Tage die ganze Zeit entspannt und sind natürlich jetzt super relaxed und so. Aber ich dachte mir, was erleben an deinem Geburtstag ist bestimmt auch ganz cool. Deshalb habe ich eine kleine Überraschung für dich. Und zwar müssen wir, ich habe keine Uhr an, in einer halben Stunde müssen wir los, werden wir abgeholt. Wir heute? Ja, wir heute. Halbe Stunde? In einer halben Stunde geht's los. Kannst du nicht früher Bescheid sagen? Nein, ist eine Überraschung, sonst hättest du mich, weil du bist immer diejenige, die mich immer ausfragt über alles und das dann herausfindet, deshalb okay. Ist jetzt ganz spontan. Das sag ich dir noch nicht, zieh dich einfach mal so sportlich an. Sportlich, geh mit Tennis spielen. Oh, heute ist die ganze Zeit schon Tennis spielen. Oh, meinst du Tennis spielen vlogge ich dann jetzt? Freust du dich? Ja, ich freue mich, dass wir was machen, dass wir nicht hier bleiben heute. Wenn man so reinkommt, hat man hier das Badezimmer, dann hier so eine Badewanne mitten im Raum stehen, finde das so schön. Dann hier die Dusche, mit Regendusche und normaler Dusche. Dann kommt man hier rein, dann hat man hier das Bett und ja, wenn man hier rausgeht, haben wir noch so eine kleine Terrasse. Bisschen blöd, dass man ganz genau am Weg ist. Wir haben hier eigentlich nur einmal gesessen, weil alle kommen halt vorbei, alle können halt schauen. Beeil dich. Ja, ich muss doch meinen Geburtstagspost machen und dann soll ich mich jetzt sportlich anziehen. Das ist ja so einfach. Oh, fuck my life. Wie viele Minuten haben wir denn? Oh, bestimmt so 2 oder 3. Oh Gott, ja, die fahren ja schon nicht ohne uns. Wieso? Wir haben schon gezahlt. Ja. Also, Geburtstag. Die fahren nicht. Dann fahren die nicht. Okay. Nein. Wissen die nicht. Okay, gut, dann geht's jetzt los, ja? Ich wollte gerade sagen, bloggen wir später weiter. Ja. Du bist uns jetzt müssen wir erstmal sprinten. Wie viel war Treffpunkt? Vor 10 Minuten. Er hat mich so gestresst gerade. Ich konnte gar nicht mal jetzt mehr mich richtig fertig machen. Ja, aber, ist ja die Schuld. Ja. Der ist entweder zu spät oder hat uns verarscht, der, oder mich verarscht, der Typ. Das ist ja schon mal ein abenteuerlicher Bus hier, hm? Ja, auf jeden Fall. Also so einen Bus hatte ich auch noch nicht. Und? Ja, ich glaube, wir fahren mit Kopf. Ja, doch, da sind wir. Ja. Ich habe das ja auch in Deutschland damals gemacht. Man sieht dich gar nicht, leider. Boah, ja, ich bin auch total erschöpft. Aber eher Angstschweiß. Es hat so Spaß gemacht damals, als wir es gemacht haben. Das habe ich dir doch mal geschenkt zu Weihnachten. Mhm, genau. Sauber, wenn nicht anders. Ja, Hauptsache Sicherheit. Genau. Guck mal, die Helme, die wir in Deutschland hatten, die waren aber etwas breiter. Ja. Ein bisschen Sicherheit ist hier, glaube ich. Ich freue mich trotzdem. Danke, Schatz. Kein Ding. So was geplant. Wir sind jetzt hier drinne. Auf jeden Fall ist es ultra heiß. Du hast hier bestimmt einen Sonnenbrand. Egal, ist der letzte Tag. Auf jeden Fall sind die Quads oder Boogies alt. Sehr alt, aber ich habe schon ein bisschen Angst. Kommt euch mal bitte an. Erstmal der Gurt. Was ist das denn? Und dann auch noch, das ist alles so verrostet. Ich hoffe.
dass wir heile ankommen. So sieht's aus. Wir fangen jetzt an. Okay, nice. Ersten Stopp. Jetzt gibt's erstmal was zu beißen. Ja. Du weißt schon, ne? Natürlich, das gibt's in Ghana auch. Ganz ehrlich, Domrep und Ghana sind gleiche Land. Beide auf dem, also, ne, am Äquator. Von daher haben die halt so die gleiche Vegetation, gleiches Klima. Also wirklich Kakao. Vorlesung jetzt gerade. Das schmeckt so lecker. Ich bin gerade den vor der hinten drauf gefahren. Ja, die sind jetzt sauer, weil du hast die schon richtig gerammt hast du die. Ja, du bist selber schuld. Das letzte Mal kam wirklich ohne Vorwarnung. Einfach so. Das kann ja nicht wissen. Immer der hinten drauf fährt, ist schuld. Ja, genau. Doch. Das sind ja nicht mal Bremslichter. Ja, in Deutschland hast du Bremslichter. Nicht umsonst. Wir wurden gerade gezwungen zu tauschen. Ich bin so sauer. Emmy kann nicht fahren. Nee, weil der Walter, es wird jetzt dangerous. Wo ich mir denke, ganz ehrlich, ich habe meinen Führerschein auch lange genug und ich krieg das auch hin. Und ich bin nicht hinten reingefahren wegen mir, sondern wegen denen, weil die kein Bremslicht haben und die einfach abrupt gebremst haben. Und da hinten springen die. Sofort gefallen. Ja, wir haben jetzt Pause gemacht, ne? Aber voll cool, dass man das halt so verknüpft, ne? So ja, eine Fahrt sind, und dann auch was sieht. Jetzt sehen wir halt mal so ein bisschen die Natur hier auch. Ja. Nicht nur den Hotelstrand, das ist immer ganz schön, wenn man auch was vom Land sieht, ne? Aber ich finde so witzig, der Fluss ist anscheinend auch sehr beliebt, bekannt hier und sowas. Ja, wir waren halt letztes Mal bei unserer Tour ja auch schon hier. Aber das macht so Spaß. Hallo. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Kakaoplantage. Hast du den Leuten gesagt, dass ich Geburtstag habe? Weil ich werde die ganze Zeit gefragt und ich wusste überhaupt nicht genau, was das richtig heißt. Ja, also ich frage mich gestern so, ja, Cumpleaños. Cumpleaños. Ja, du hast es aber selber nicht verstanden. Cumpleaños, te tenemos una sorpresa. Surprise. Happy birthday. Ahora en español. Cumpleaños. Zum Geburtstag gewünscht. Zum Geburtstag. Drei. Oh. So, die zeigen uns jetzt jemanden. Zucker mal. Zucker, Schokolade mal. Okay. Oh, where are you from? Germany. Okay. They're the República Dominicana para Germany. Show! Cacao! Hey! Ciao! Cacao! Hey! Ciao! Ciao! Chocolate! Hey. So, wir haben Kakao bekommen und machen jetzt die Live-Probe. Wow. Good, eh? Sehr intensiv. Wow. Arriba, arriba! Abajo, abajo! Al centro, al centro! Okay. So. Dankeschön für die Überraschung. Nochmal. Es war sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht. Ja, oder? Es hat sehr, 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 sehr Spaß gemacht. War ganz cool auch mit den Stopps. Und ich habe immer noch Geburtstag. Immer noch. Geht's weiter? Ja. Nee, ich wollte noch einen Post machen gerne. Genau, wir machen ein Foto. Weil wir ja morgen verreisen. Probieren wir es jetzt nochmal. Wenn es nicht klappt, haben wir morgen wenigstens nochmal die Chance. Aber ganz früh nur. Ja. Koffer packen. Also wir fliegen eigentlich erst abends um 7, aber trotzdem müssen wir um 12 schon auschecken. Das ist ein bisschen blöd. Und deshalb gehen wir jetzt nochmal zum Strand. Ich habe mir auch noch was gekauft, eine Kette. Zeige ich euch gleich mal, wie die aussieht. Genau. Und Kakao haben wir uns einfach noch gekauft. Wollten ein bisschen die Support. Leute da unterstützen. Genau. Und dann probieren wir jetzt das Foto. Sieht gerade mal, das Licht ist gerade gut. Ne? Nicht so gut. Oh, Selfie. Kann ich auch posten. Okay, warte. 1, 2, 3. Piep. Kasten, die sind so schön und süß. Das Wasser, richtig krasser Struggle. Einfach nur zu zweit. Die Kamera haben wir auch
Wir haben so einen Sandhügel gebaut, auf dem Sandhügel haben wir einen Stein draufgetan, darauf die Kamera. Und damit haben wir das Bild gemacht. Und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen schwimmen abends. Ne? Und dann, boah. Ich habe aber so einen Hunger, ey. Ich bin schon richtig am struggeln. Ja. So ein schöner Geburtstag. Was ist das jetzt gerade für ein Sunset? Heftig, ne? Ich liebe es. Das Beste daran ist, dass das Wasser ist einfach, das ist so warm, dass man einfach schwimmen gehen kann. Ja. Und man kann auch nachts eigentlich schwimmen, ja, wenn man Lust hat. Aber dann ist es zu dunkel. Ja. So tell me what you're thinking of. Cause I won't be afraid, not holding anything back. Don't know if I'm dreaming. So, ich glaube, so habt ihr mich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Irgendwie ist der Lippenstift auch echt krass gerade. Ich muss mal schauen, ob ich das so behalte. Wir haben uns mal schick gemacht, das erste und auch letzte Mal hier im Urlaub. Ja. Ich zeige euch gleich mal, was wir anhaben. Wir gehen jetzt essen. So, ich habe mir extra ein Kleid bestellt für diesen Anlass hier. So, all black bin ich. Und du hast ein Hemd an. Dann let's go. Let's go. Okay, für euch stoßen wir nochmal an. Wir haben nämlich schon angestoßen. Ja, das sieht gerade voll schön aus, das Licht. Wenn ihr euch wundert, warum es hier so laut ist, es ist ein Zirkus hier. Genau, wir können von hier aus direkt heute das Animationsprogramm anschauen. Einmal die Person des Tages. Hat sich aber schick gemacht heute, sieht sehr gut aus. Kannst du machen. Sorry. Die Vorspeise ist da. Ich habe gefüllte Reis. Blätter, das sieht irgendwie anders aus als das, was da stand, oder? Frühlingsrollen. So, jetzt haben wir hier unseren Hauptgang. Guten Appetit, Ja. Dachte ich, oh mein Gott, die haben gerade für mich gesungen. Ich blende den Clip gleich ein. So ultimativ süß. Wir wissen beide nicht, wie man das isst. Einfach rein damit. Wir würfeln einfach rein. Nein, nicht von oben, von der Seite. Von der Seite. Okay, geht aber nicht. Krass. Warte, so. Doch, man muss da richtig aggressiv rein. Das ist da drin, ist Eis. Okay, Leute, ich hab's verkackt. Ja. So, guck mal, da ist drin, ist Eis. Und Creme, geil. Du bist so müde, ne? Ja, ich habe nur noch 10 Minuten Geburtstag, aber ich bin gerade so ultimativ müde. Wir wollen eigentlich vor noch... Vor 12 noch? Ja, wir haben noch... Ich habe noch Geburtstag! Auf jeden Fall gehen wir jetzt nicht schlafen. Wir schauen jetzt noch kurz eine Folge, obwohl ich das nicht, glaube ich, nicht mehr durchhalte. Du schläfst schon vorher. Ja, es war so... Oh, so schön. Oh, schön. Es war so ein... So schöner Geburtstag. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Für mich, ich bin ja der absolute Geburtstagsmensch. Ja, ich bin da so, das ist mir so wichtig. Und das ist die schlimmste Perspektive in meinem ganzen Leben. Die ist total schrecklich. Ja, ich merke das. Ich gucke auch die ganze Zeit und denke mir so, wow. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, der Vlog hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen von meinem Geburtstag mitzunehmen. Danke, Schatz, für die Überraschung. Es war sehr schön. Und schaut euch auf jeden Fall auch die anderen Vlogs jetzt vom Urlaub an. Ja. Das ist ein sehr geiler Urlaub gewesen. So viel gemacht, es ist super witzig gewesen. Und dann sehen wir uns am nächsten Mal. Ich muss auf jeden Fall so einen Text unterschreiben. Wir haben ein paar Drinks in der Bar gehabt.